Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Ultimate Trial. Es geht wieder weiter. Wir haben im letzten Part das Zeitrennen geschafft, das letzte Zeitrennen. Das heißt, wir haben jetzt drei leere Flaschen, die wir natürlich richtig schön befüllen können und damit dann in den Bossfight reingehen können. Die Rüstung werde ich auch mal ausrüsten für den Bossfight. Wir sollten uns jetzt nochmal ein bisschen mit Items eindecken, Tränke kaufen. Und ich wollte mit der Oma oder bei der Hexe beziehungsweise noch ein bisschen Pilze sammeln, um unsere Tränke im Endeffekt aufzuwerten. Die Frage ist halt, wie viel oder was bringt denn so eine Trankaufwertung an sich? Das ist die große Frage, die ich mir stelle. Wir haben hier Suppe, ne? Du wirst gestärkt, sobald du sie trinkst, erhält 2 Dosen, erholt 4 Herzen pro Dosis. Aber hier kriegen wir 6 Herzen und wir stellen unsere Magie wieder her. Deswegen, ich würde eigentlich alles in blaues Elixier investieren, glaube ich. Bin ich mal ganz ehrlich. Und zusätzlich, damit füllst du 6 Herzen auf zur einmaligen Anwendung. Kostet 75 Rubine. Das kostet nur 15 Rubine mehr und macht halt noch Mana voll. Finde ich besser. Persönlich. So. Und jetzt würde ich mal ganz kurz gucken. Ich habe jetzt 2 Tränke gekauft, also 2-mal blaues Elixier. Ich würde mal kurz gucken, was wir brauchen oder wie viele Pilze wir brauchen, damit wir so einen Trank aufwerten können und was diese Aufwertung an sich erstmal bringt. Das wäre mir an sich erstmal wichtig herauszufinden. Das möchte ich gerne mit euch zusammen herausfinden heute. Und dann wird man in den Boss Rush reingehen. Und ich habe schon mit Absicht beim Rat des Todes keine Strafe eingestellt. Denn wir haben ja im letzten Part den Rush erfolgreich abgeschlossen. Die Prüfung erfolgreich abgeschlossen. Und dementsprechend bin ich der Meinung, wir dürfen einmal ohne Strafe kämpfen. So. Das heißt, theoretisch einfach nur der Schwierigkeitsgrad wird dann bestimmt. So, was möchtest du tun? So, ich möchte ein blaues Elixier verbessern. Ich habe aber nicht genug Pilze. Ich habe aktuell sowieso nur 5 Pilze, was richtig schlecht ist. Den Wald erkunden für 10 Rubine. Ich will das einfach nochmal gucken, wie das aktuell ist, weil wir hatten ja auch ein Update. Vielleicht ist das sowieso ein bisschen anders geworden jetzt mit dem Wald erkunden. Es war schon immer ein bisschen merkwürdig, dieses Minispiel, finde ich. Ba, 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 ba. Also ich fand es schon immer etwas merkwürdig. Guck mal, wir sammeln hier ganz komisch Pilze. Ich weiß nicht, ob ihr mir irgendwie einen Trick geben könnt oder sagen könnt, wie man hier ein bisschen schneller Pilze sammeln kann. Bisschen effizienter. Oh Gott, ja so nicht. Schreibt gerne mal in die Kommentare. Mit der Erbse fliegen, das ist es bestimmt. Das ist der Trick. Ba, 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 ba. Die bringt mich einfach nur wieder nach oben, ne? Ah, das war eine schlechte Runde. Ja gut, ich werde hier dann wahrscheinlich einfach mal offscreen ein bisschen farmen. Um zu gucken, was denn eigentlich... Wie soll man denn da hochkommen? Was denn so eine Verbesserung bringt? Ob sich das lohnt? Und werde euch das dann zeigen, das Endprodukt. Deswegen, ich skippe da gleich mal... Was hat der gebracht? 2 Pilze? 3 Pilze? Ganz merkwürdig hier. Also ganz merkwürdig. Wir haben jetzt 10 Pilze geholt. 11. 12. 12 Pilze haben wir jetzt geholt. Oh ja. Für 10 Rubine. Okay, gut, Leute. Ich würde sagen, ich mache mal offscreen ein bisschen und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich ein paar Pilze habe. Bis gleich. So Leute, da bin ich wieder. Ich habe jetzt schon mal ein paar Pilze ausgegeben gehabt und habe mir schon mal 1 verbessert. Das macht jetzt 12 Herzen statt 6, also ist quasi doppelt so stark geworden, was Herzen angeht. Ich habe mir jetzt nochmal ein rotes Elixier gekauft und würde das auch nochmal verbessern. Ich will mal gucken, was das für Auswirkungen hat, weil das rote Elixier kostet halt auch nur 15 Pilze. Das ist jetzt nicht... Jetzt macht es nämlich auch 12 Herzen.
Also ich glaube, es ist besser, sich rotes Elixier zu kaufen. Da kommst du günstiger weg. Denke ich zumindest. Klar, es ist ganz cool, so ein bisschen blaues Elixier noch mitzuhaben. Aber ich glaube, rotes Elixier ist irgendwie doch besser. So, bin ich auf jeden Fall fein mit. Wir haben jetzt zweimal blaues, einmal rotes. Das heißt, wir können 12, 18 und 30 Herzen regenerieren. Und theoretisch kann ja zwischen den Bossfights auch immer ein Händler auftauchen. Ne? Das heißt, da können wir ja auch theoretisch uns nochmal heilen und ein bisschen verstärken. Das sollte alles möglich sein. So, mit dem restlichen Geld würde ich, glaube ich, jetzt nochmal ein bisschen Items kaufen. Pfeile auf jeden Fall. Pfeile sind sehr wichtig. Mit dem Schwert sind wir jetzt auch ein bisschen stärker geworden. Das heißt, da können wir auch reinballern. Aber ja, auf jeden Fall Pfeile. Bomben habe ich, glaube ich, genug. Und ihr meintet auch Feuerpfeile und Eispfeile gegen Bongo Bongo. Das ist ja der Gegner, gegen den wir voll verkackt hatten. Sind sehr wichtig. Und wir hatten ja auch schon den Tipp bekommen, dass wir mit Eispfeilen schießen sollen, weil der dann wohl das Auge aufmacht direkt. Wir machen jetzt auf jeden Fall erstmal das hier, kaufen uns noch 35 Pfeile, dann sind wir damit auch voll. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein in den ersten Bossfight, nämlich gegen Goma. Ja, ich denke, damit bin ich fein. Und ja, ich hoffe, wir kriegen einen guten Schwierigkeitsgrad. Das letzte Mal haben wir auf leicht gespielt und haben trotzdem so fett Schaden kassiert. Deswegen, ich hoffe, ein guter Schwierigkeitsgrad. Tatsächlich ist diese Festung so gut versteckt, dass niemand außerhalb von ihr weiß. Sie ist nicht einmal auf irgendeiner Karte verzeichnet. Selbst die Prinzessin scheint nicht davon zu wissen. Das ist ein bisschen seltsam, findest du nicht? Ich habe ja sowieso hier ganz merkwürdige Vibes, was das angeht. Was sagst du noch? Deine Schwerter sehen wunderbar scharf aus. Viel Glück da drin. Dankeschön. Ja, wir haben maximale Stärke. Und wir drehen jetzt einmal unser Rad. Zack. Ich hoffe auf leicht oder mittel. Okay, mittel ist okay. Ich glaube, wir haben auch mittel aktuell an, richtig? Genau, Schwierigkeitsstufe normal. Damit komme ich klar. Okay, wir gehen rein in den nächsten Fight. Wir haben als erstes Goma. Dann haben wir ein paar Bomben. Dann müssen wir damit spielen. Oh, ich denke erstmal, so die Ausrüstung sollte genügen. Theoretisch kann ich auch Pfeile sparen und kann... Warum soll ich Pfeile sparen? So, rein da. Let's go. Wir starten gegen Neo Goma. Let's go. Okay, wo müssen wir drauf achten? Goma macht immer so ein bisschen spinnige Slide Attacks. Also der geht wirklich richtig ran. Und man muss den, ich wollte gerade sagen, dreimal treffen. Und kann ihn selber nur einmal treffen. Zweimal treffen muss man, okay. Einen Treffer haben wir eingesteckt. Ist aber okay, glaube ich. So, das ist eh egal. Dann machen wir einfach eine schöne Wirbelattacke. Ne, warte mal, Wirbelattacke ist dumm, ne? Zack. So. Ja, das war richtig schlecht. Komm, wie sieh den nochmal an. War den das letzte Mal nicht ohne Schaden geschafft? Okay, das war Goma. Zwei Herzen Schaden. Ja, hätte besser laufen können. Sind wir ehrlich, hätte besser laufen können. Aber okay. Mama. Nö. Okay, ich werde auf jeden Fall, glaube ich, nur mit Sprungattacke spielen. Sprungattacke. Jo. Ein schöner Treffer mit der Sprungattacke wird ordentlich Schaden rausballern. Okay. Bongo, nee, nicht Bongo Bongo, Dodongo. King Dodongo, Neo King Dodongo ist am Start. So, Infernosaurus. Theoretisch auch ein ganz lieber. So,
hier müssen wir trotzdem ein bisschen aufpassen. So. So, dann würde er... Nee, er macht direkt den nächsten. Hey, super. Achso, das... Ah, ich vergesse es immer, ne? Kacke. Ja, das war dumm. Das war meine Schuld. Ich hätte jetzt easy den zweiten Angriff schon droppen können. Aber dafür macht man jetzt. So, wir müssen halt hier warten. Ah, das war's schon. Zwei Hits. Mit dem Bikuron-Schwert und der Verschärfung braucht er nur zwei Hits. Wir hätten jetzt halt nicht mal einen Treffer einstecken müssen, theoretisch. Schade. Ja, war meine Schuld. Habe ich ein bisschen schlecht gemacht, einfach. Muss man dazu sagen. Jetzt kommt halt schon ein Händler. Da könnte man sich theoretisch jetzt schon ein bisschen auffrischen. Eine Fee wäre halt saugeil. Eine Fee wär echt super. Bisschen Soundbugs hier. Ja, mit einer Fee könnte man halt... Ja. Na? Macht auch Full Life. Eine Fee hat Full Life gemacht. Und der hier verkauft vielleicht auch eine Fee. So, warte mal. Das Geld nehmen wir natürlich auch mit. Brauchen wir vielleicht für einen späteren Run. Ein grünes Elixier. Nee, das brauche ich nicht. Danke. Aber... Trotzdem nett. Guck mal, wie viel Kohle wir kriegen. Schön. So, erzähl nochmal deine Tipps hier. Während dem Marathon oder Pilze sammeln, kannst du die gezählte Zeit mit dem Chronographen anhalten. Oh, das sollten wir vielleicht mal machen. Also gerade während des Pilze sammelns ist das auch ein guter Tipp, muss ich sagen. Okay. Die Neobarinade-Marinade. Ein stinkender Tintenfisch-Klecks. Wir starten rein mit dem Boomerang. Das könnte ich mir vorstellen. Und das hier. Aua. So. Dann gehen wir hier gleich mal in die Offensive. Schlecht. Alter. Hallo. Ganz schlecht. Hä, was mache ich denn hier? Klar. Ich muss seitlich laufen. Also ich hatte schon mal bessere Runs gegen den. Kaka. Ich mache das natürlich nur, damit es spannend bleibt für euch, Leute. Oh Gott. Frame-Anbrüche. So, es geht weiter. Seine Verteidigung haben wir ausgeschaltet. Komm her, mein Freund. So. Jetzt einfach mal ein bisschen nach links und rechts laufen. Und kassieren. Mann, der hält jetzt wieder mehr aus, natürlich. So, jetzt haben wir schon ganz schön Schaden eingesteckt, muss ich sagen. Aber jetzt haben wir. So. Level 3 bestanden. Level 4 ist... Phantom Ganon. Da haben wir das letzte Mal auch ganz schön lange gebraucht, ehrlich gesagt. Also erstmal war der ziemlich easy. Die erste Stufe war easy. Und in der zweiten haben wir lange Zeit nicht getroffen. Jetzt haben wir echt viele Deko-Nüsse verballert. Die muss ich auf jeden Fall später nochmal nachkaufen. Wir brauchen einen Bogen. Ansonsten glaube ich nichts weiter. Nee. Bogen. Wir könnten mal auch mit dem Chronographen arbeiten und könnten die Zeit anhalten. Aber warum? Frage ich mich, warum sollte ich das? So.
Let's go. Ich stelle mich hier einfach in der Ecke rein. Und dann geht's los. Bist du der Richtige? Easy. Ja, das, ich finde, die erste Runde ist immer leicht. Und wenn man in der Ecke steht, wird man ja, glaube ich, sowieso nicht getroffen. Zumindest ist es im Original so. Ich glaube, der hier ist der echte. Yep. Oh. Das ging diesmal schneller. Scheinbar machen meine Pfeile auch mehr Schaden. Der war rot. Den kann ich nicht zurückschleudern. Okay, nur ein Treffer. Dim, dim. Jawohl. Zwei Treffer. Zwei Sprungattacken, muss man dazu sagen. Kacke. Ja, hier sollte ich eigentlich den Helm verwenden. Dann bekommt man wohl keinen Schaden gegen den. Ich finde die Ansicht gegen den ein bisschen komisch. Irgendwie ist die im Original ein bisschen besser. Weiß nicht, wie ihr das findet. Schon wieder. Kann man eigentlich auch sowas machen mit Pfeilen? Nö, das wäre der ab. Jawohl, komm, das war's. Jawohl. Okay, wir haben Halbzeit bei uns in den Herzen. Wir haben aber auch noch drei Tränke. Das war der vierte Boss von, ich weiß gar nicht wie vielen. Gibt es mehr als 8 Bosse? Kommt dann auch noch Ganondorf als Ende? Ich weiß es nicht. Aber wir haben den weggeklatscht. Das freut mich schon mal. Ja, Neo Bongo Bongo war das letzte Mal unser Endgegner. Danach kommt ja theoretisch nur noch die Hexe, ne? So, wie viele Minuten haben wir denn? 17 sind wir jetzt. Ich bin jetzt nicht traurig drum, wenn wir durchziehen. Ehrlich gesagt. Ich weiß halt, der nächste Boss ist okay. Der ist easy. So, hier kann ich mir Pfeile kaufen. So, guck mal, haben wir schön Kohle. Ich glaube, ich würde demnächst mal damit dann arbeiten. Aber jetzt machen wir erstmal Chronograph und Hammer. Das war beim letzten Mal ziemlich gut gegen Volvagia. Let's go. Let's go. So. Gegen den hat man bisher nicht so große Probleme. Der war immer relativ human, ein netter Zeitgenosse. Den mochte ich. Ne, mein Freund. Dich haben wir immer easy weggefetzt. So. Okay, das war dumm. Ich habe nicht mit der Sprungattacke getroffen. Richtig schlecht eigentlich. So, 1, 2, 3. Keine Ahnung, ob ich schon für die Zukunft ein bisschen treffen kann. Zack, zack, zack. Ich mache einfach mal 3 Pfeile. Und dann machen wir hier nochmal 3. So, schon haben wir ihn dreimal getroffen. Beim letzten Mal hat dann der zweite Treffer ausgereicht, aber ich habe eben nicht mit der Sprungattacke getroffen, deswegen...
Weiß ich gerade nicht, ob das jetzt ausreicht. Gott sei Dank. Okay, das war der. Wir haben aber einen Treffer eingesteckt. Leider. So, und jetzt kommt mein Ekelboss, der blöde Wasser. Mobos, Totagelos, Neo, Vieh. Ich hasse ihn. Ja, das war bisher das Schlimmste, finde ich. Ba, ba, ba. Und danach machen wir Bongo Bongo direkt mit Eisfallen rein. So. Wir kriegen jetzt auch keine Möglichkeit, irgendwas zu kaufen oder Geld zu manifestieren. Jetzt kommt direkt dieser blöde Amöbus. Aber ich würde so Enterhaken. Ja, Zeit anhalten bringt ja auch nichts. Ich würde einfach mal das hier noch mit dazu nehmen. Und vielleicht ein bisschen Magie regenerieren. So. Shit. Das war schon schlecht. Ihr habt gesagt, ich soll keine Wirbelattacke machen, ne? Ihr hattet irgendwie gesagt, ihr habt nicht so Probleme gegen den und ihr habt keine Wirbelattacke gemacht. Deswegen, ich werde jetzt auch mal keine Wirbelattacke machen und guck mal, ob es dann besser läuft bei mir. Was? Jetzt hält er zwei Hits aus? Okay, der ist ja... Hä? Jetzt war der so easy. Warum? Verstehe ich nicht. Oder die haben den angepasst. Das kann natürlich auch sein mit dem Update. Weiß ich jetzt nicht, ob die den angepasst haben mit dem Update, dass der vielleicht ein bisschen schwächer geworden ist, weil er doch zu viel ausgehalten hat, weil der voll nervig war. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wurde angepasst. War das jetzt easy. Zweimal Sprungattacke und weg war er. Okay, wir haben noch alle Tränke. Gut, Mana. Wenn wir Glück haben, haben wir jetzt einen Goron mit einem Elixier. Das wäre endgeil. Oder mit einer Fee am besten. Eine Fee würde ich mir jetzt sofort kaufen. Und würde das rote Elixier trinken. Ist auf jeden Fall ein Gorone. Das heißt, wir kriegen schon mal Heilung oder Mana. Also rote, Gorone ist immer Heilung. Trank. Eine Suppe. Die kaufen wir. Da gönne ich mir jetzt das rote Elixier. Zack. Und kaufen die Suppe. Weil dann machen wir quasi Win-Win, ne? Sau gut. Sind wieder Full Health. Sind jetzt beim 7. Boss. Vielen Dank. Ja, gerne. So, hier sackt man noch ein bisschen Kohle ein. Ja, nice. Und Geld kriegen wir auch wieder. Schön. Okay, wir haben jetzt Bongo Bongo. Da brauchen wir Auge der Wahrheit. Ich würde mal direkt auf die Eispfeile gehen. Meintet ihr? Und ich weiß nicht, ob ich vielleicht noch die Zeit anhalten. Ah, ich habe jetzt sehr viel Mana-Verschwendung. Müssen wir mal sehen, wie das sich auswirkt. Okay. Ich bin aber guter Dinge. Ich mache jetzt trotzdem mal einen Save Point kurz für mich. So. Und weiter geht's. Das läuft sehr, sehr gut. So, wir ziehen noch unsere Schuhe an. Und dann gucken wir mal, wie wir das jetzt meistern hier. Also ihr meintet auf jeden Fall schön Pfeile reinballern. Eispfeile. Also ihr meintet das nicht. Ihr meintet aber Eispfeile immer. Natürlich. Okay.
Okay, habt ihr das gesehen? Warum schieße ich gerade keinen Mana? Hä? Könnt ihr mir mal verraten, warum ich gerade keinen Mana schieße? Warum schieße ich keine Eispfeile? Ich hab doch gar nichts aktiv. Verstehe ich gerade nicht. Natürlich. Schieße ich wieder Eispfeile. Oh. Mann! So, warte. Ich pack mal ganz kurz die normalen Pfeile aus. Habt ihr das gerade gesehen? Ich habe 20 Mal daneben geschossen, wie schlecht. Okay. So. Normale Pfeile. Mann, der lebt immer noch. Aua. Okay, Eispfeile. Hä, ist so schlecht, was ich hier zusammenspiele. Aber der hält auch echt was aus, ne? Okay. Ah, Gott sei Dank. Wir haben ihn weggefetzt, Leute. So, jetzt müsst ihr aber direkt in Twin Rover reingehen. Die Frage ist Twin Rover der letzte Boss oder kommt danach noch Ganon? Weil normalerweise wissen wir, nach Twin Rover, Final Boss ist Ganon, beziehungsweise Ganondorf, sind eigentlich zwei Bossfights. Kommen die hier auch oder gibt es das nicht? Große Frage. Ich weiß es nicht. So, und ist der Kampf gegen Twin Rover irgendwie anders? Soll ich mir jetzt... Ich könnte mir jetzt eine Suppe gönnen. Komm, ich gönne mir mal eine Suppe und guck mal, was passiert. Ich glaube nämlich, wir haben jetzt mehr Angriffskraft. Kann das sein? So, und theoretisch ist das ja jetzt einfach ein Kampf mit dem Spiegelschild. Und mit dem Enterhaken kann man noch was machen. Pfeile sind eigentlich gar nicht nützlich. Ich würde vielleicht das Windrad noch einpacken. Keine Ahnung. Und dann schauen wir mal. Schauen wir mal, was passiert. So weit waren wir noch gar nicht. Leute, aber es läuft richtig nice. Es läuft richtig nice. Ich bin gespannt, was uns jetzt erwartet. Okay. Boah, war cool. So irgendwie, so wie so ein Turm gemacht. Ich ziehe die Schuhe, glaube ich, mal aus. So. Let's go, ich bin gespannt. Sima, er ist zurückgekommen. Er hat uns besiegt und will mehr. Dieses Mal machen wir ernst. Neo Twin Rover, Alter. Ach, die sind schon tot jetzt einfach. Die haben schon... Ey, das ist so cool, dass die schon Dings auf dem Kopf haben. Ja, das ist halt einfach ein Zeichen, dass die schon tot sind, ne? Und dass wir auch im Jenseits sind. Ihr habt ja schon so ein bisschen eure Mythen aufleben lassen.
dass wir hier irgendwo im Jenseits sind und vielleicht einfach so auf einer Stätte, wo Seelen sind, die noch hier ihre Ruhe gefunden haben, ihren inneren Seelenfrieden und noch nicht ins Jenseits gegangen sind. So ungefähr war das. Höllische Hexen-Amata Neo-Killer-Omas. Man kennt's. So, was ist bei denen los? Okay, die scheinen schneller zu schießen. So, ersten Hit haben wir gelandet. Ich bleibe einfach mal hier stehen. Zweiter Treffer haben wir auch. Okay, schön. Bis jetzt ist nicht viel anders. Oh. So, das war jetzt ein bisschen doof. Geil, wieder ein Treffer. Okay. Ah, schade. Diesmal ganz knapp vorbei. Okay. Jo, noch erwischt. Okay, da kommt schon die Fusion. Okay, Kotaka, es ist Zeit, sich wieder zu verwandeln. Okay, Kume. Kotaka ist ein Kumes sexy Thermo-Hexi. Wuhu. Ah. So, das haben sie doch bestimmt angepasst. Oh, da kommen auch mehrere jetzt. Früher war das so, der hat sehr oft hintereinander immer dasselbe gemacht. Oh, hier auch. Aber er schießt jetzt auch zwei Eiszauber, das ist auch cool. Also sie, nicht er. So, und jetzt? Okay. Steck das Ding ein. Zack. Okay, bis jetzt aber sehr leicht. Also das ist bisher einer der leichtesten Bosse, ehrlich gesagt. Weiß gar nicht, ob wir bisher überhaupt einen Treffer eingesteckt haben. Okay, jetzt. Das war ein bisschen blöd. Aber Schild ist noch aktiv. Ist halt dann nur scheiße, wenn sie jetzt einen anderen Zauber macht. Dann ist das ärgerlich. Eis. Oh oh. Okay, jetzt muss ich wieder sammeln. Das ist jetzt ärgerlich gewesen. Okay, wir nehmen wieder Eis. Ja, ist schon cool gemacht, ganz ehrlich, diese Aufmachung. Dann, dass der ein bisschen stärker ist, mehr Eis und so verschießt. Das ist schon ziemlich cool, ich find's nice. Also ich finde den ja sowieso nicht so anspruchsvoll, den Boss. Aber so ist das nochmal eine ganze Ecke cooler jetzt. So, komm, noch ein Eiszauber bitte. Sehr schön. Okay, das war's schon. Nicht mal geil gespielt oder so. Also ich habe ja die Sprungattacken alle verkackt und so weiter. Easy geschafft, ganz ehrlich. So, wir haben 33 Minuten in der Folge, Leute. Wir gucken mal, ob das der letzte Boss war. Ansonsten geht's dann im nächsten Part weiter, würde ich sagen. Ah, was? Wir wurden schon wieder besiegt, Kotaka. Es spielt auf jeden Fall nach Ocarina of Time. Was? Hey, Kume, über dir schwebt schon wieder etwas rum. Das war vorher schon da. Ah, dein Heiligenschein ist auch zurück, Kotaka. Tschüss. Es ist ganz allein deine Schuld, dass wir verloren haben. Du bist so unfähig. Hey, kein Stuss, du hast ja auch nichts gemacht. Du bist eine totale Flasche. Denkst du, du bist immer besser? Flasche, wir haben nur wegen dir verloren. Ja, du bist so nutzlos. Aber du bist mies. Du bist nutzlos. Loser. Neu. Das nächste Mal machen wir dich fertig. I'm not sure. Okay, cool. Das lief auch sehr gut, Leute. So, jetzt ist die Frage, wo kommen wir hin? Was passiert jetzt? Kommen wir jetzt in einen Raum, wo wir eine Schatzkiste bekommen? Kommen wir nochmal in eine Zwischenebene? Was passiert?
Ah, das sieht gut aus. Leute, wir haben es geschafft. Guck mal, wir haben... Da sind sie. Die ganzen Amulette. Cool. Und da ist eine Schatzkiste. Okay, was bekommen wir jetzt, Leute? Was bekommen wir als Belohnung, dass wir alle Bosse besiegt haben? Die Bombenpfeile. Setze sie auf C, damit deine Pfeile bei Einschlag explodieren und mehr Schaden verursachen. Oh, geil. Bombenpfeile. Ah, die Musik, die ist so schön, ne? Das ist so cool gemacht. Okay. Wie nice, Leute, wie nice. Ah, Bombenpfeile. So, ihr habt ja auch schon erwähnt, ich brauche jetzt das finale Item, um dann jetzt in der Mitte zum finalen Bosskampf zu kommen. Hammermäßig krass, ey. Okay. Ja, Leute, ich würde aber sagen, kommen wir vorher nochmal einen Bombenpfeil ab. Ihr wollt das natürlich auch sehen. Bombenpfeile. Verbrauchen die Mana? Warte mal, ich habe jetzt 58 Bomben. So. Das ist schon cool. Ja, verbraucht Bomben. Das ist so geil gemacht. Okay, Leute, ich bin richtig im finalen Fieber hier. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren und im nächsten Part gucken wir mal, was wir mit den Bombenfallen anstellen können. Das war's von mir. Euer Zelda-Junge. Tschüssi.